Moin moin und heidi ho. Hier ist Mathilde mit Harvey und Edna. Wir sind jetzt quasi vor Edna Konrads Haus. Da wollen wir jetzt reingehen und rausfinden, was eigentlich passiert ist. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Also, lasst uns mal Zwerge zertrümmern. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Vielleicht sollte ich erst bei mir die anschauen. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Vielleicht einer deiner Kumpel? Was bestellst du gerade? Dreimal auf die Fresse? Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Den wollte ich eigentlich gar nicht kaputt hauen. Ich wollte den da oben. Aber in welchem? Der hier war's nicht. Warst du es? Okay. Also haut sie alle kaputt. Der hier war's nicht. Dann wohl der Bestellzwerg. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Aber bevor ich den ausprobiere, will ich hier nochmal hingehen. Erinnert euch? An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Das haben wir ja einmal in diesem Tempomorph-Dings gesehen. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Ernsthaft? Dann versuchen wir doch mal durchs Kellerfenster. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Und die umhauen? Der ist ausnahmsweise. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Salat. Waren die früher schon hier? Nein, 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 das wüsste ich doch. Wie sagt man so schön, Unkraut rostet nicht. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Ich kann unsere Küche sehen. Wow. Auch mit Gewalt werde ich hier nicht weiterkommen. Ich habe die Spur des Rosts bis hierhin verfolgt. Das hier muss die Quelle sein. Hey, dahinter ist unser alter Salon. Nein, nein, den konnte man noch nie benutzen. Nein, der ist schon ramponiert genug. Ramponiert genug? Wo ist deine Destruktivität abgeblieben? Die baumelt an meiner linken Hand und weiß nicht, wann sie die Klappe halten soll. Was? Aber... Oh. Lass uns hier einbrechen. Nein, ich will nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Okay, Edna scheint sich gerade irgendwie zu ändern. Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Wie komme ich da rein?
Ich will da rein. Ich will da rein. Irgendwas muss es hier doch geben, dass ich die Disteln... Ja, ich könnte mal wieder baden. Aber das muss noch warten. Kann ich einfach die Distel nehmen? Ich sollte mir lieber ein Werkzeug besorgen. War irgendwas übersehen, wo wir hingehen können? Ein Schuppen! Ein Schuppen! Da finden wir doch bestimmt was. Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Ja, aber die helfen auch bei Disteln. Ein Kessel voller Buntes. Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Seltsam. Ich bekomme plötzlich Hunger auf Suppe. Weißt du noch, wie wir damals unseren hyperrealistischen Schneemann gebaut haben? Er wirkte so lebensecht. Und niemand kannte unser Geheimnis. Ich hab ein doofes Gefühl. Niemand außer Alfred. Ja, aber mit der Karotte im Mund konnte er es niemandem verraten. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Meistens haben wir alles auf einen großen Haufen gehakt. Dann sind wir vom Schuppendach hineingesprungen. Alfred hat sich nie getraut. Ich werde wohl nie erfahren, ob die Sache mit den spitzen Steinen funktioniert hätte. Wozu? Wir haben noch Herbst. Die gehört mir bereits. Mein Lieblingsspiel war Jagd den Frosch. Ja, Alfred hatte wirklich Angst vor dem Rasenmäher. Zu Recht. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Also ich habe das Gefühl, dass Edna nicht wirklich nett zu Alfred war, so nervig Alfred auch war. Aber mit dem Spaten kriegen wir vielleicht die Disteln weg. Es funktioniert mein Inventar wieder nicht. Ah! So. Mit Neuladen funktioniert doch alles. Also, ich wollte den Spaten benutzen, um die Disteln zu entfernen. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Geht doch. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Jetzt aber das Antioxidationsmittel. Das ist nicht so gerostet, das ist zu. Nein, die Zange hat nicht genug Wumms. Brauchen Wumms? Dann nehmen wir den Poloschläger. Geht doch. Und erstaunlicherweise sieht die Treppe ganz anders aus als in Ednas Erinnerung. Ist ja auch klar, damals war sie ein kleines Kind und wurde zur Strafe hier reingesperrt. Da findet man, glaube ich, so eine Kellertreppe ein bisschen anders. Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Pilzsuppe ist sowieso eklig. Also Pilze sowieso. Also meins sind Pilze nicht. Ich esse nur Tiere und Pflanzen. Wow, ein echtes Fenster. Und es zeigt mir den Garten. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Erstaunlich, dass dieses Haus nicht verkauft wurde, ne? Hier ist alles tot. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Zu.
wir mal im Arbeitszimmer an. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Das ist Mattes Bett. Mein Vater hat manchmal so lange gearbeitet, dass solche Kerzen ganz runterbrannten. Das Feuerzeug meines Vaters. Das nehmen wir mit. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Das war die Schreibfeder meines Vaters. Ach, Mattes. Was hat der gearbeitet und zu welcher Zeit spielt das? Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Ist irgendwie so ganz komisch zeitlos. War der nicht immer viel größer? Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Das Wasser ist wohl abgestellt. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Irgendwie ist das deprimierend hier überall mit diesem ganzen Schleim. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. War der nicht immer viel größer? Ach ja. Huah. Nein! Ich meine, nein. Schon ein bisschen traumatisiert, die Gute. Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Zu. Da wollen wir aber rein. Ist das hier die Tür zu meinem Zimmer, Harvey? Ja, das ist sie. Ich kann es kaum erwarten, unsere ganzen alten Sachen wiederzusehen. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Vielleicht können wir die Tür aufschrauben. Schön wär's. Leider hat dieses Schloss ein anderes Kaliber als das von unserer Kellertür. Nein, der Sims war schon früher zu schmal für mich. Zange vielleicht? Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Schade. Passt nicht. Schade. Vielleicht kann ich die Tür aufbrechen. Mist. Ich komme mit der Schaufel nicht in die Ritzen. Das hat schon früher beim Hausarrest nie geklappt. Wir könnten uns ein Loch in die Tür brennen. Na los, worauf wartest du? Auf Plan B. Aber vielleicht hilft uns ja der abgebrochene Schlüssel in der Rücktür. Der ist ja abgebrochen. Die hat ja gesagt, sie könnte nichts mit der Zange rausziehen. Zu. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Gehen wir nochmal ins Bad. Randale, yippie! Benimm dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Marcel. Randale, yippie! Benimm dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Marcel. Also wir müssen irgendwie in unser Zimmer kommen. Hm.
Ihr bekommt mich niemals! Da draußen ist alles ruhig. Wir sind endlich zu Hause, Harvey. Lass uns dein Zimmer finden. Dann haben wir es geschafft. Ja, aber ich komme da nicht rein. Zu. Kann er mich nicht noch tempomorphen oder so? Ist das... Ja, ich kann es kaum erwarten. Vielleicht sollten wir Harvey mit den Sachen hier benutzen. Also so, allgemein. Schulzimmer wahrscheinlich nicht. Früher durfte ich damit nie spielen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es mir Spaß machen würde. Na klar, wir können endlich Alfreds Ameisenfarm ausräuchern. Alfred ist tot, Harvey. Wie lange leben Ameisen? Nicht so lange. Willst du baden, Harvey? Ich geht. Nein. Probier jetzt einfach Harvey mit allem hier aus. Soll ich dich waschen, Harvey? Was? Ist etwa schon wieder Schaltjahr? Guck mal, Harvey. Das bist du. Ja, aber ich dachte immer, ich sei ein Wolf. Sieh mal, Harvey. Mattis Bett. Er ist nicht da. Wir können eine Kissenschlacht machen. Harvey, Mattis kommt nie wieder. Yippie! Dann haben wir sogar Zeit für zwei. Oh. Schauen wir uns nochmal um. Vielleicht haben wir draußen was vergessen. Irgendwie müssen wir hier weiterkommen. In dem Haus gibt es einfach nichts mehr. Also mich lässt die Zange nicht los, die irgendwas vorausziehen soll. Gute Idee. Prima. Aha. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Das fehlte gerade noch. Aber das könnte... Guck mal, Harvey. Ich habe den Schlüssel abgebrochen. Wie ungeschickt. Jetzt kommen wir auch nicht mehr in dein Zimmer. Aha. Also mit dem Schlüssel kann man das Zimmer aufmachen. Das heißt, wir müssen noch einen Schlüsselabdruck machen. Ah, genau, so war das. Aha. Er hat angefangen. So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was Nütze. So. So. Das heißt, wir müssen jetzt den Ton irgendwie erstmal feucht machen. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben deine Alfreds Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Aha, aha. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. So. Der uralte Eisenofen. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Sehr schön. Was einmal funktioniert, funktioniert ein zweites Mal. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. So leid es mir tut, ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. Was einmal funktioniert, funktioniert Kinder, wieder. Kinder, das Gold ist fertig!
Punkte. Was einmal geklappt hat? Genau. Gute Idee. Ich schütte das Gold in die Form. So, jetzt müssen wir den abkühlen. Es geht bestimmt in der Regentonne. Wunderbärchen. Ja, das sollte klappen. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Wunderbar. Dann können wir jetzt unsere Zimmertür aufschließen. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Hui. Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt! Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, Ihre disziplinären Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs... Danke. ...sind höflich ausgedrückt und zureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte! Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Also ich habe den Eindruck, dass Mattas den guten Alfred auch nicht mag. Und ist das hier eine Mickey Maus? Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Oh. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Zu. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Vollkommen unbeabsichtigt natürlich. Ja, ich habe den Eindruck, dass das irgendwie eine Anspielung auf Dings ist. Wie heißt es gleich hier?
Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Narnia. Irgendwie spinnt. Ach, warte mal, vielleicht nehmen wir mal Harvey einfach. Aha, Harvey kann raus. Spechte sind schon seltsame Vögel. So pedantisch. Ich hatte es ja ganz vergessen, dass Harvey sich hier durch die Gegend bewegen kann. Ja? Okay, mehr geht nicht. Aber wahrscheinlich reicht das schon. Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Hedna, warum machst du es nicht wieder Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. In den Rahmen habe ich Runen zum Schutz vor Gnollen eingeritzt. Offensichtlich wirken sie nicht. Sonst wäre Alfred auf der Schwelle zu Asche zerbröselt. Ja, bitte? Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Alter! Lass das, okay? Ja, bitte? Das klappt so nicht. Lass das, okay? Alfred, bist du noch da draußen? Harvey ist schon ein guter. Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ach was, echt? Hey, Edna! Vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Ach so, ich dachte, sie könnte sich da vielleicht drin verstecken. Ich fühle mich so schmutzig. Keine Chance, Harvey. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. Schade. Ha, das Symbol von der Delic, auch nicht schlecht. Was gibt's hier aber nicht außer Alfred? Ich hätte jetzt gedacht, dass sich Edna vielleicht im Schrank verstecken kann. Ist Alfred nicht ein Diese Gesicht. Komm mit, Harvey! Aha! Wusste ich's doch! Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Hey! Juhu, wir sind draußen. Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Du, Edna? Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Mattes Mantel hängt hier noch. Weißt du, wo Mattes steckt?
Okay. Ah! Edna, Edna, Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mattis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mattis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Ich finde das irgendwie... Also es ist der spaßige Teil ist mittlerweile echt vorbei. Also eigentlich seit der Kirche. Edna, Edna, Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mattis verheizt Kinder im Ofen. Wie Freddy Krüger. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Ist das Mattis dort draußen? Edna sagt, ich soll hier unten suchen. Und sie holen, wenn ich Mattis gefunden habe. Edna ist die Größte. Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Und Edna scheint sich auch nicht mehr so ganz sicher zu sein. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mattis. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Ich glaube auch. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Ich glaube auch. Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Das ist Dr. Marcel. Da müsste man ihr erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Bitte was? Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Charakterkorrektur? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte? Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja, und sei auch netter zu Alfred, verstanden?
Kater zu Alfred. Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen. Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Na warte! Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Harvey! Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so. Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht, Alfred. Bitte. Hilf mir, Edna. Er tut mir weh. Was soll ich denn bloß tun? Ist doch normal, dass Kinder mit ihren... Was? Schubs ihn einfach! Schubs ihn die Treppe runter! Oh! Ha. Ja. Wer von euch hat damit gerechnet? Sagt's mal mir doch mal. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Okay. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität, all dein Spaß! Sieh doch, er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand! Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei! Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß! Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Ja, ich speichere jetzt einfach mal fieserweise an der Stelle. Ich werde selbstverständlich beide Enden spielen. Ich werde die Enden heute auch noch veröffentlichen. Keine Bange, die werdet ihr heute noch sehen. Aber ich werde sie auch gleichzeitig veröffentlichen. Das sind dann auch nur ganz, ganz kurze Videos. Und ich würde euch dann bitten, in die Kommentare des Endes zu schreiben, welches ihr euch zuerst angeschaut habt. Also, habt ihr euch zuerst Hörer auf Dr. Marcel angeschaut oder Hörer auf Harvey? Das würde mich wirklich interessieren. Ich gehe davon aus, dass wenn ihr bis hierhin mitgeguckt habt, dass ihr euch beide Enden anschaut. Ich spiele tatsächlich auch jedes Mal beide Enden. Einfach, weil ich finde, es gehört dazu. Ja, also ich weiß noch nicht, das Video kommt ja immer um 14 Uhr raus. Ich schätze mal 15, 16 Uhr, irgendwie sowas um den Dreh. Schreibt es euch auf jeden Fall ins Kommentar, habt ihr vielleicht sogar schon gesehen.
Genau, also auf jeden Fall heute im Laufe des Tages kriegt ihr noch beide Enden. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.